Ich habe mich, als ich dieses Buch schrieb, gefragt, wie gehe ich eigentlich mit den Geiselnehmern um? Und ich war nicht willens, sozusagen die schon kursierenden Klischees über diese Figuren und diese beiden Menschen einfach blind zu bedienen. Mhm. Ich kann alle Dialoge auswendig, ich sage sie manchmal fast im Schlaf auf. Mhm. Alles, was ich, das hat mich absolut beeindruckt, wie euer Rösner hier gespielt hat. Also ich habe das Gefühl, das ist auch phonetisch. Kein Zweifel, meine Damen und Herren, direkt vor uns befinden sich die Geiselnehmer. Hier ist Hans Meiser, Deutsches Fernsehen. Guten Tag, kann ich bitte einen der Geiselgangster sprechen? Wer ist das? Wer sind Sie denn bitte? Der Bankräuber. Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen. Was denkst du denn, der Bankräuber? Die haben sich damit abgefunden, wir sind Verlierer. Und wie ihr es schön auch in dem Stück gezeigt habt, es gab die Fantasien von Rösler, der sagt, wir schießen den Richter, legen ihn vor die Tür und wir holen uns das zurück, was die Gesellschaft uns sozusagen vorenthalten hat. Sind Sie wirklich bereit, Leute umzubringen? Jo. In dem ganzen Duktus, in der Art und Weise, wie er auch Pausen macht und dann eben doch spricht und das ist schon sehr nah an der Figur. Also das muss man wirklich sagen. Also, Chapeau. Du musst dir irgendwas machen, ne? Deshalb haben wir hier den Bus gekapert und so. Verstehst du? Ja, ja. Aus Rache an den Bullen. Ja, aus Rache. Ne? Die kapieren, das wird ernst meinen. Mhm. Und was habt ihr jetzt vor? Wie sieht der Plan jetzt aus? Erstmal brauchen wir natürlich irgendwie bessere Karre, ne? Nicht so eine Scheißkarre, wie das ist. So ein fettes Ding, ja, irgendwie für mehr Leute. Und okay, so ein Siebener zum Beispiel. Ja, ja, so eine richtig fette Karre da, so eine richtig fette da. Deiner. Mich hat interessiert, was passiert, wenn ein kleiner individueller Lebenslauf in den Mahlstrom der großen Geschichte gerät. Und ich habe all diesen Figuren jeweils noch eine Binnengeschichte geschickt und habe jede Figur wie in so einen Schraubstock gespannt, den ich ganz langsam zudrehe und habe mich gefragt beim Schreiben, wären die Figuren sich dagegen oder lassen sich zerdrücken? Polizeiangaben zufolge sind die schwer bewaffneten Männer in einem weißen Audi am Morgen in Bremen eingetroffen. Wie es weiter heißt, hätte einer der Bankräuber zuvor auf einer Raststätte einem Polizisten seine Dienstwaffe und ein Funkgerät entwendet. Hier ist es wunderbar gelungen, diese Hysterisierung dieser Situation. Also wenn plötzlich dieses Durcheinandersprechen, all dieser Stimmen, diese Vielstimmigkeit, diese verwirrende Vielstimmigkeit, das finde ich ein unheimlich schönes Moment. Das kannst du natürlich im Roman so nicht machen. Also ich bin reich beschenkt worden. Ich gehe sehr glücklich nach Hause, weil ich das Gefühl habe, da haben sich wirklich junge Menschen und speziell auch Sie mit meiner Arbeit sehr intensiv auseinandergesetzt, auch in der Kürze der Zeit. Und sind die so sicher wie der Kram in der Kirche? Die Marion hat auch gesagt, dass dann ich sie, ne, und so. Und der letzte ist dann diese hier.